Moin, Mario hier, willkommen auf meinem Kanal und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zur Titanic von Achette. Ja, die nächste Lieferung ist da mit den Ausgaben 56, 57, 58, 59 und ja, zu meiner Schande muss ich gestehen, ich habe alles alleine verbastelt. So wie im letzten Video auch schon, es gibt im Grunde genommen nicht viel Neues. Die Arbeiten, das wiederholt sich alles. Und ja, mir fällt leider auch nicht viel mehr dazu ein, ja, als darauf zu warten, dass mal wieder was Besonderes passiert, ist ja jetzt Quatsch. Aber wir können ja einfach mal reinschauen in der 56, was wir da bekommen. Und zwar bekommen wir die Basis des vierten Schornsteins. Das heißt im Umkehrschluss, im Umkehrschluss in der 57 bekommen wir einen Schornstein. So, hier haben wir dann ja, die Basis und den Schornstein. Und dem aufmerksamen Beobachter fällt was auf. Genau. Wie fast alle wissen, hatte der, ich weiß jetzt gar nicht, was der für eine Funktion hatte, jedenfalls hat der vierte Schornstein nicht geraucht. Wenn ihr genau wisst, welche Funktion der nur hatte, war der für die Lüftung zuständig, für die Abluft? Ich weiß es jetzt nicht ganz genau. Hab mich auch da nicht drum weiter bemüht und nicht gelesen. Auf jeden Fall sieht der oben rum anders aus. Da könnt ihr das sehen. Nicht so wie bei diesen hier. Hier sehen wir ja auch einen Haufen Kabelitis. Und hier wird ja später nachher der Wassertank reinkommen für den Wasserverstäuber, dass das so ein bisschen aussieht, dass der Schlot qualmt. Also das ist sozusagen die Ausgabe 56 und 57. Das Kabel, was hier dran hängt, ist für die Beleuchtung. Die funktioniert. Die kann man mit dem kleinen Tester, der dabei war, immer mal wieder testen. Ja, dann, das lassen wir mal beiseite, haben wir in der 58 folgendes Problem. Und zwar bekommen wir dort ein Rauchsalon, ein kleines Deck. Der Rauchsalon, da wurde geschmückt, nicht nur die Schlote haben geraucht, nein, auch die Passagiere. Und das ist sozusagen das Ergebnis von dieser Ausgabe. Das Holzdeck wurde aufgeklebt und diverse Lüfter und Winden wurden angebaut und dann auch ein paar Sitzgelegenheiten, dass man nicht nur drinnen eingeschmückt hat, sondern auch draußen. Ne? Zusätzlich kam dann ein weiteres Deck. Jetzt muss ich mal gucken, dass wir das hier vorsichtig. Und zwar wurde hier hinten, ach denn, da fehlte noch ein Decksbelag, der wurde aufgeklebt und auch hier wurden zwei Bänke auch aufgeklebt. Ne, damit man ringsrum um den Rauchsalon, also nicht nur hier wurden zwei aufgeklebt und nach vorne hin auch, ringsrum um den Rauchsalon, dass man sich das dort gemütlich machen konnte. Anschließend in der 59 kam dann auch noch wieder ein paar Teile. Und zwar Davids für die Rettungsboote. Die wurden dann hier angebracht. Da müsst ihr natürlich genau aufpassen, welche Position ihr wo wie anbaut. Und es gab vier Rettungsboote mit Persellig und die Halterung, wo was noch nicht angeklebt wird. Erschließt sich mir noch nicht ganz, warum, aber es ist halt so. Ja, also jetzt könnte man ja dann so weiter spinnen, den Rauchsalon raufstecken, den vierten Schornstein und dann kann man schon mal so ein bisschen erkennen, ja, was für eine Größe das Ganze dann hat. Ja, das war es auch mit der Ausgabe 59. In der 60 gibt es Eingang der zweiten Klasse. Also so was so wie für wie zweite Klasse, schätze ich mal, so ein wie unser einer. Ne? die Arbeiters halt, sage ich jetzt mal so. Die Arbeiterklasse. Weiß ich jetzt nicht. Oder waren wir noch weniger? Ich weiß das nicht. Waren wir noch weiter unten? Eingang der zweiten Klasse, Decksbelag, Spritzwände,
3 Lüfter, 2 Bänke, Rohrleitungen. Kommt dann in der nächsten Ausgabe. Ja, ihr seht schon, was die Titanic angeht, das sind natürlich viele Bauschritte. Wird ja auch ein Monsterapparat. Und das dauert sich, die Arbeitsschritte dann alle wiederholen. Das ist ja klar. Ne? Also von daher, mal gucken. Vielleicht geht es ja in der nächsten Lieferung mal wieder mit dem Rumpf weiter. Ja, Maschine haben wir, ein bisschen Rumpf haben wir. Und dann, ja, was willst du da auch machen? Du hast eben viele Decks und so weiter und so fort. Also da ist dann, ja, abwechslungsreich ist es in dem Moment dann nicht. Also es gibt dann nicht so viel Neues. Das soll jetzt keine Kritik sein. Das ist halt nun mal ein Passagierschiff. Aber es ist eben die Titanic. Gut, ja, weiter was habe ich eigentlich so weiter nicht zu sagen. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Das tut auf jeden Fall gerne wieder. Bleibt weiterhin neugierig, schaut wieder rein, passt auf euch auf. Das Allerwichtigste natürlich, bleibt gesund. Mir bleibt nur noch zu sagen, tschüss, macht's gut, ahoi und kick mal wieder in.